Jetzt sind wir natürlich hier bei uns in der Küche. Herzlich willkommen nochmal im Anno Domini bei Topfgucker TV. Und wir kochen heute zur Stärkung der Manneskraft Bulleneier. Wer sich nicht vorstellen kann, das sind Bulleneier. So. Allerdings muss man dazu sagen, das ist das Innere der Bulleneier. Die Originalen, wenn man die sich besorgen kann, beim Fleisch ist relativ kompliziert. Es gibt verschiedene Bundesländer, da gehört es zum Schlachtanfall, da kriegt man es nie. Bei uns und in Bayern gehört es nie dazu, da kann man es verkaufen. Also es ist relativ, man muss es probieren. Und wer Lust drauf hat, versucht es einfach mal beim Fleischer. Oder wer es überhaupt nie hinkriegt, kommt einfach hier ins Anno Domini. Ich habe immer welche da. Das sind eigentlich solche Klavenzmänner. Die kommen mit einem Topf, mit ein bisschen Salzwasser, braucht man gar kein Theater machen. Mit irgendwelchen Gewürzen und irgendwelchen Krümelzeug oder sonst irgendwas geht sowieso nie ins Innere, weil die sind geschlossen. Die werden ungefähr 2 Stunden gekocht, dann ritzt man die an, dann gehen die, platzen die auf und dann kommt das dabei heraus. Und das ist das, was wir heute zubereiten. Zur Stärkung der Manneskraft sei noch einmal gesagt, ich habe es probiert. Wir machen das ja schon ein paar Jahre, wo das relativ frisch war. In jüngeren Jahren habe ich das versucht als Viagra-Ersatz, hat nie funktioniert. Schmeckt aber gut. So, ganz zum Anfang macht man einfach eins, wenn das dann runtergekühlt ist, man schneidet einfach solche Streifchen. So. Jetzt sind wir heute bloß zu zweit. Ich denke, das würde uns reichen, wenn wir 2 uns zubereiten oder wollen wir alle 4? Jetzt kam gerade so ein Kopfschütteln, so ein ganz leicht verwirrtes, aber es macht nichts. So, dann haben wir hier Salz, Pfeffer. Jetzt nehmen wir ein bisschen Salz, zack, streuen das drüber. Jetzt haben wir hier Meersalz, da schwenken wir mal um, da holen wir mal ganz kurz aus der Ecke hier hinten ein normales Salz, weil das geht besser als das Meersalz. Ne? So, wird das einfach gesalzen, zack, und meliert. Ganz wichtig, das mit dem Melieren sollte man machen, dass wenn die dann in die Pfanne kommen und angebraten werden, dass die dann auch wirklich eine schöne, leichte Kruste kriegen. Ja? Dass man das merkt, wenn man die dann aus der Soße holt. So, da haben wir das. Hopp, hopp, hopp. So, fertig meliert. Lassen wir gleich hier drin liegen, stellen das weg. So, was brauchen wir noch dazu? Wir brauchen dann natürlich eine Pfanne. Wo ist sie? Hier haben wir schon ein bisschen Fett drin. Ein bisschen Butter. Dann brauchen wir ein paar Gewürze. Und Kräuter, frische. Wir nehmen etwas Rosmarin, etwas Thymian und etwas Salbei. So, das reicht schon. So, das hacken wir ganz schnell, ganz klein. Hopp, 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 geht ganz fix. So. Ja. Gekonnt ist gekonnt. Letzte Woche habe ich mir in die Finger geschnitten. Da habe ich auch gedacht, ich kann es. Aber das passiert. So, dann nehmen wir ein bisschen Zwiebellauch. Hopp, reicht auch schon. Wunderbar. Und das nehmen wir dann wieder raus. Das ist bloß so, dass ein Hauch von Dill mit dabei ist. Den lassen wir aber, das lassen wir dann nie drin. Dann brauchen wir etwas saure Sahne. Ich mische die saure Sahne immer ein bisschen mit Schmand, dass das ein bisschen mehr kriegt. So. Und was wir brauchen, ist natürlich auch ein kleiner Schluck Weißwein zum Ablöschen dann. So. Den brauchen wir natürlich auch. Wenn wir jetzt eine Gourmetküche wären, würden wir dann wahrscheinlich sagen, jetzt brauchen wir einen Grauburgunder, linkes Ufer. Alles Quatsch. Ein trockener Weißwein reicht zu. So, bis die Pfanne heiß ist, machen wir einfach einen Wildkräutersalat. Wurde natürlich im Mittelalter, ist ja logisch, war ja alles, es gab ja keinen Bauern, der irgendwo Salatfelder hatte oder sonst irgendwas, sondern das sind alles Kräuter, die irgendwo auf der Wiese wachsen. Muss man sich eine Weile mit beschäftigen, geht wunderbar, ob das Sauerampfer ist oder sonst irgendwas. Steht auf jeder Wiese, sucht euch eine Wiese aus, die nicht unbedingt eine Hundewiese ist, irgendwo weit ab vom Schuss. Kann man hervorragend sich auch einen Salat selber zusammensuchen, auch wenn man kein Bio-Fetischist ist, so wie ich. So, da machen wir jetzt einfach ein bisschen Salz dran, ein kleines bisschen Pfeffer, dann haben wir ein kleines bisschen vom Balsamico, vom Heidelbeer Balsamico, ein Zitronenpfeffer noch dazu und ein Olivenöl. Ein Olivenöl. Jetzt muss mein Toni, er schafft es.
Jetzt haben wir natürlich wieder nur so ein großes, aber es macht nichts. Geht ja ratzfatz, so, und 10 Tropfen dran, zack, reicht schon zu. So, kurz verrührt und schon haben wir einen angemachten Wildkräutersalat, der natürlich ganz anders schmeckt als irgendein Salat, der jetzt, sagen wir mal, so ein Blattsalat oder sowas, wo ich immer sage, schmeckt nach nichts. Es sieht hübsch aus, aber ja, wonach soll es schmecken? Kann man dann auch noch, wenn man möchte, gucken Sie mal, da gibt es hier so wunderbar, ich liebe das, diesen Ziegenkäse. Und wenn man dann auf den Ziegenkäse hier ein bisschen von dem Rohrzucker drauf macht, dann nimmt man sich einen Brenner, hält das einfach oben drauf, gratiniert das sozusagen ganz fix. Und wenn wir dann den Salat anrichten, setzen wir das einfach oben drauf. Schmeckt ganz hervorragend. So, jetzt ist unsere Pfanne heiß in der Zwischenzeit. Und jetzt braten wir die Bulleneier. Das gab es natürlich im Mittelalter auch. Allerdings haben die in den Rezeptbüchern, die wir haben, haben die zum Beispiel versucht, die Bulleneier wie Fisch zu machen. Wir haben es auch mal versucht. Furchtbar. Das ist genauso wie wenn man versucht, Fisch wie wild zu machen. Es wurde im Mittelalter, erstens gab es nicht viel, also diese ganzen Geschichten zum Beispiel, wo man so im Fernsehen sieht, mit Knochen hinter sich werfen und sowas. Das gab es selbst in Adelshäusern gab es das nicht. Weil es gab kaum zu essen, auch für die Wohlhabenden nicht. Natürlich hatten die mehr Zugang, gerade zu Fleisch und sowas, aber es war immer begrenzt. Ne? In den Burgen war es eisekalt, es gab nichts zu essen, eigentlich war es eine Scheißzeit, um es auf Deutsch zu sagen. Jetzt wird das einfach kurz anbraten hier. Na komm her, dreh dich rum. So, jetzt haben wir die schon von einer Seite, von der anderen Seite. Und jetzt sind sie eigentlich schon so weit, dadurch, dass sie ja gekocht sind. Ja, wenn man jetzt hier so drauf drückt, wird so eine härtere so eine Kruste oben drauf gebildet. So eine ganz leichte, was so ein bisschen das Knackige dann hervorbringt. So. Und jetzt machen wir einfach eins. Jetzt nehmen wir unsere Kräuter. Ja, geben die Kräuter dazu. Lassen das ein bisschen anbrutzeln. Nehmen eine kleine Prise Piment. Nochmal Pfeffer und Salz, weil das ist alles verschwunden mittlerweile. Und dann machen wir einfach die Sahne dran. Die saure Sahne, Schmandgemisch. Wer möchte, wer jetzt zum Beispiel kein Freund von saurer Sahne ist, ja, der kann auch gerne einfach Küchensahne nehmen oder so. Funktioniert genauso für die Säure, dass er einen Schluck Zitrone nimmt und einen kleinen Schluck von den Gründingern. Mike, die Gründinger. Wie heißen sie? Ich komme nie drauf. Limetten. Limetten, genau, die Limetten. So, die Limetten. So, und da haben wir jetzt schon eins. Wir haben das Essen schon fertig. Kleines bisschen einreduzieren, dann nehmen wir uns ein Tellerchen. Jetzt gibt es natürlich viele, die fragen, meine Güte, wie schmeckt denn das? Es hat ein leicht nussiges Aroma. Jetzt wird der ein oder andere wahrscheinlich schmunzeln, darum heißen die Dinger wahrscheinlich auch Nüsse. Also es ist so, von der Konsistenz ist es so wie ganz weiches Hühnerfleisch und hat ein nussiges, fleischisches Aroma. Aber wir kosten dann zusammen und mal sehen, was Topfgucker TV dazu sagt, die nette Dame hinter der Kamera, wie es schmeckt. Versuchen wir mal so anzurichten, wie die Gourmets das machen. Das schaffen wir sowieso nie, weil wir sind alles Grobmotoriker hier. Naja, bei uns im Mittelalter geht es schon etwas rustikaler zu, ne? Das ist klar. Da ist hier nicht so die feine Küche. So. Jetzt machen wir unseren schönen Salat dazu. Müssen wir das dann mit den Händen essen? Nee, wir nie. Da war jetzt aber die Angst, dass, wissen wir das jetzt mit den Händen essen? Nee, da wird man sie uns ja verbrennen. Ich zeige euch dann noch mal schnell das Besteck, was es bei uns gibt. Wir kosten dann mal. Wir versuchen es heute mal mit Messer und Gabel. So, und weil das so lecker ist und ich das so mag, setzen wir die zwei Sachen auch noch mit drauf. So, so, und schon sieht es aus wie beim Gourmet. Jetzt sind wir natürlich wieder im Gastraum. Wir zwei hinter der Kamera und vor der Kamera, wir kosten jetzt gleich für euch. Eins wollte ich euch noch zeigen. Jeder Gast, der bei uns zur Tür reinkommt, bekommt natürlich ein Lätzchen. Und das ist das Besteck, was jeder bekommt, was jeder natürlich auch nach dem Essen mit nach Hause nehmen kann, weil ein jeder trage seinen eigenen Löffel dabei. Ihr wisst ja, wo das herkommt, wenn ihr einen Löffel abgegeben habt, ist schlecht essen, sagt man heute. So.
Und ich würde sagen, wir zwei kosten jetzt und gucken mal, ob es gelungen ist. Dann würde ich dir hier mal das Besteck geben, das normale Besteck. Und lass uns einfach mal kosten, mal sehen, was der Gaumen dazu sagt. Okay. Schmecken eigentlich die Eier auch von anderen Tieren gleich oder sind die Bulleneier? Wir hatten mal welche vom Pferd, vom eigenen, das haben wir auch probiert. Schmecken genauso, schmeckt alles gleich. Sind natürlich unterschiedlich von der Größe. Wir haben jetzt durch die saure Sahne natürlich ein leicht säuerliches Aroma reingekriegt. Na, aber so, ich sag mal, was man sich so immer vorstellt und das was ganz Schlimmes ist oder so, ist eigentlich nicht. Es ist nicht weiter. Nee, also man kann das essen. Ist nicht schlecht. Also egal wie der Satz jetzt endet, den kann man wieder so oder so auslegen. Aber der Ziegenkäse ist auch ganz toll. Ja, Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de